Fußball-Bundesligist Bayern München kann spätestens im DFB-Pokalfinale am 19. Mai gegen Eintracht Frankfurt wieder mit Shootingstar Kingsley Coman planen. Punkt. 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 Es geht mir immer besser, sagte der französische Nationalspieler, der seit Ende Februar wegen einer Syndesmose-Verletzung fehlt. Der Sportbild: Vielleicht kann ich am letzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart noch auflaufen. Punkt. 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 Beim Pokalfinale kann ich sicher spielen. Das sind auch für Nationaltrainer Didier Deschamps gute Nachrichten. Punkt. 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 Die Weltmeisterschaft wird für mich kein Problem sein. Bis dahin bin ich fit, kündigte der 21-Jährige eine WM-Teilnahme in Russland. 14. Punkt. 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 Juni bis 15. Juli an. Die Equipe Tricolore zählt dort zu den Mitfavoriten auf den Titel. Vor seiner Zwangspause war Coman beim FC Bayern unter Coach Jupp Heynckes aufgeblüht. Punkt. 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 In 32 Pflichtspielen traf er 7-mal ins Schwarze und bereitete 8 weitere Tore vor. Punkt. 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 Im Dezember hatte der trickreiche Außenstürmer seinen Vertrag in München vorzeitig bis 2023 verlängert. Punkt. 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 Punkt.